Im südhessischen Wald Michelbach sind am Sonntagabend zwei Menschen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Das Auto eines 54 Jahre alten Fahrers war aus bislang unbekannten Gründen in ein Nachbarhaus gefahren. Das Auto hatte einen Zaun durchbrochen, war quer über eine Wiese gerast und anschließend in das Haus gekracht. Der Wagen des Mannes kam erst in der Küche zum Stillstand. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Das ist ein Riesenschock gewesen für eine Familie hier in Waldmichelbach im Kreis Bergstraße. Ein Auto ist nämlich in ihr Wohnhaus gerast. Der Fahrer und die Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt, laut Polizei. Es geht hier steil runter, ein Hang. Das schwarze Unfallauto ist komplett demoliert, die Nase eingedrückt. Auch ein Loch ist im Holzzaun. Das Auto ist wohl laut Polizei den Hang runtergerast und dann hinten im Garten in das Wohnhaus gekracht. Dort hat es ein großes Loch hinterlassen. Das THW hat das nun erstmal mit Spanplatten ausgekleidet, provisorisch verstopft. Die Familie, die vierköpfige Familie, hatte Riesenglück, Glück im Unglück, muss man wirklich sagen. Ein Nachbar hat mir gesagt, normalerweise sei die Familie wirklich viel im Garten, würde sich da aufhalten. Zu dem Zeitpunkt des Unfalls war sie auch da, also im Haus. Sie wurden aber nicht verletzt, das Auto traf sie also nicht. Sie kamen insofern mit einem Schrecken davon. Der Schock sitzt ja aber trotzdem bei allen Beteiligten sehr, sehr tief.